Zum Wochenfinale tischt Bahram den anderen mal ordentlich auf. So, und heute müssen Sie aufpassen, dass Sie sich nicht verbrennen, denn es wird richtig heiß gegrillt. Vorhang auf für die große Fleischschau. Also das ist schon großes Kino. Wird es ein Blockbuster oder ein Flop? Ich hätte es mir einen Tick mehr rosa gewünscht. Also ein normaler Gast hätte mit Sicherheit gesagt, bring mir bitte eine neue. Trocken ist es aber nicht, oder? Nein, trocken ist es nicht. Moin Hamburg, zum fünften und letzten Mal diese Woche. Familienbedingt fällt Elli den Rest der Woche aus. Bisher führen Kim und Thorsten mit je 27 Punkten. Bahram will sie heute locker an die Wand kochen. Augen auf, der Profi kommt durch den Regen. So, letzter Tag ist, was heißt das? Fischen. Okay, klar, Hamburg Schiedwetter, ne? Ja. Komm, machen wir sauber. Und dann geben wir dem Bahram die komplette Bühne. Ich behalte das mal vorsichtshalber, ne? Okay, Leute, Metzgers Speisewirtschaft, das ist das Lokal von Bahram. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bahram vom Nachhinein nicht Metzger heißt. Also, geht es hier um Fleisch? Auf jeden Fall ist eins mal richtig mutig, wieder mal ein Kamerad, der nach dem ersten Lockdown in die Selbstständigkeit gegangen ist mit diesem Konzept. Wie es dann genau schaut, sehen wir gleich. Und er ist noch da. Und das freut uns sehr bei Mein Lokal, Dein Lokal. Der studierte Finanzfachwirt führt den Laden bereits über 2,5 Jahre. Ja, die Speisewirtschaft ist ein Konzept fleischlastig. Wir sind ja eine Metzgerei quasi ursprünglich und haben daraus diese Speisewirtschaft gegründet. Aber wir haben auch tolle vegetarische, vegane Gerichte auf der Karte. Und ja, die Jungs hier können einfach richtig gut kochen. Aber natürlich halt viele Steaks vom Grill. Das nehme ich. Genau das bitte einpacken. Ich schreibe 10 Punkte auf. Komm, mach. Das auf Fleisch spezialisierte Restaurant hat er mit einigen Kumpels ins Leben gerufen. Ja, wie sehr ist das hier ein Traum von uns? Also ein absoluter Traum. Von Tag 1 hatten wir schon immer die Idee, dass wir ein gemeinsames Restaurant aufmachen. Und ja, mit der Speisewirtschaft haben wir uns den Traum verwirklicht. Ein fleischlastiger Traum, den unser Mike sicher teilen kann. Das ist Programm, ne? Metzgers. Alter, da hängen die Dinger. Bahram, moin, Mike, grüß dich. Freut mich. Moin. Ja, und da hinten Köche, Kollegen, hallo, offene Küche. Ja, das ist ja mal cool, ne? Ja. Gut, die dritte offene Küche diese Woche, ne? Ja, es ist einfach was Besonderes. Es hat was, es hat einen Flair, man spürt was, man ist dabei. Du, erzähl mir mal, ist das das, was das eben heißt? Metzger, bist du ein Metzger oder bist du ein Lokal? Genau, nee, wir sind ursprünglich aus einer Metzgerei entstanden. Ja. Und haben aber immer schon von einem eigenen Restaurant geträumt. Also hinterm Vorhang hervorholen? Kann man das vielleicht sagen? Ja, das kann man auch sagen. Und vor allen Dingen das Handwerk zeigen. Ja, ja, du packst aber schon. Also du baust jetzt auf quasi für deinen Verkauf, oder? Um 10 Uhr machen wir auf. Ja. Und dann können die Leute hier ihr Hack kaufen, ihre selbstgemachten Würstchen kaufen. Der Laden hier ist wie ein U aufgebaut quasi. Rechts kommt man ins Restaurant rein und links kommt man in die Fleischtheke rein. Und von hinten vereint sich das beides. Links ist klassisch die Fleischtheke von morgens bis nachmittags oder frühen Abend. Und ab abends ist da die Bar. Und dann kann man da schöne Cocktails genießen. Cool. Cool gemacht. Leute, was für clevere Konzepte kommen hier auf uns zu. Ne? Super gemacht. Hallo, der schaut nach Küchenchef aus, ne? Genau. Ja, der schaut nach Küchenchef aus. Moin. Na, moin. Du kommst mal zu mir, ich will dir den ganzen Tag sagen. Anders, weißt du, was wir machen? Wir stürmen den Laden. Ist das okay? Komm rein. Nee, Mittagszeit geht ja erst los, ne? Im Innenraum gibt es Platz für bis zu 70 Gäste. Oh Gott, ist der schöne Laden. Ganz toll. Schön modern, schöner Stil. Super. Nee, also das ist ja Schmuck. Und das hier mit der Schank, die Leute können reinschauen. Das ist eine offene Schanke quasi. Ist das so? Also wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, wenn man das so sagen darf, ohne jetzt irgendwie protzen zu wollen. Aber es war halt unser Baby, was wir hier aufbauen wollten. Und da haben wir wirklich auch alles gegeben. Ne? Cool. Tolles Konzept, sehr ansprechend. Es ist so auch ein Stil, der mir persönlich sehr gefällt. Boah, schön. Und er ist der Meister allen Fleisches, Küchenchef Daniel. Schön. Ey, das ist aber eine schöne Hitze. Entschuldigen Sie mich kurz. Ich bin ein Mann der alten Schule. Jawohl. Ich stehe auf Feuer. Ich auch. Ist schon geil, oder? Total. Aber eine ordentliche Hitzequelle hast du auch, ne? Ja, im Sommer bringt das richtig Spaß. Aber hallo, ne? Cool. Indoor, Holzkohle,
Genau. Ist nicht ganz so oft in Deutschland, darf man auch noch mal sagen. Das ist schon noch wirklich was Besonderes. Genau, würde ich auch so sagen. Ja, das ist nicht mainstreamig. Ne? Nein. Du musst da einiges für erfüllen, ne? Vom Gesetzgeber her. Ist tatsächlich noch nicht ganz so oft. Und das ist auch das Hauptbaby. Ja. Eure Gerichte bauen sich um den Grill zum größten Teil. Genau. Okay, passt. Absolut. Das für mich? Jawohl. Und der Hirschrücken? Genau. Hirsch, genau. Was, das heißt Gericht, was ihr bekommen, hat das einen Titel? Hat, oder ist das genau, hier heute mal? Genau, das ist ein Hirschrückensteak in einer Nuss-Panko-Panade. Mhm. Rosenkohlgeröstel, Maronencreme. Mhm. Und dann machen wir noch ein paar Portweinbirnen und eine kleine Preiselveggie dazu. Schön. Wild, Hirsch. Tolles Fleisch, Rücken, zart, kurz gebraten. Das heißt, wir haben verschiedene, ja. Panko-Mehl ist das japanische Brösel, genau. Panierbrot. Weißbrot vorgebacken, ja. Ganz genau. Ja. Ist ein bisschen knuspriger, ne? Ganz genau. Ja. Wir haben da drin Haselnüsse, Mandeln, ein bisschen Walnuss und Cashew. Mhm. Alles schön geröstet. Mhm. Oh, und ich habe jetzt was Scharfes erwischt. Genau. Es ist ein Spezialwürz, Wildgewürz, was ich selber gemacht habe. Cool. Eigentlich kann man ehrlich sein, es ist ein Cajun-Grundgewürz. Spatenküche, da ist natürlich, da ist ein bisschen Chili, Knoblauch drin. Und dann gibt es jetzt, da ist meistens Majoran meistens auch noch mit eingearbeitet. Ne? Oft auch mit so einem getrockneten Knoblauchzeug, das haben wir jetzt weggelassen. Mhm. Frischer Thymian. Hat einen schönen Geschmack, schönen Bums, aber nicht scharf und genau. Sondern und der Vorteil ist, wir machen nur ganz leicht Salz an den Hirsch und mehr brauchen wir gar nicht. Okay, das heißt, das sehe ich aber noch, wie es reinkommt und dann ja, auf den Grill? Mit nee, in der Pfanne, mit Butter arrosiert. So, und zwar, wenn ich Butter sage... Tschüss, war nett Mann. Mit dir, ne? ohne Scheiße, was? Ja nicht. Die anderen kriegen vom Grill süßer nicht. Ja. Ich erzähle Ihnen noch an Philosophia, der rote oder Grill, ne, du nicht. Okay. Natürlich muss ich mit dem ein bisschen spielen. Da ist der Grill, der steht da. Natürlich lächzt man so ein bisschen danach. Aber Hirsch ist super. Ich liebe Hirsch. Alles in Ordnung. Jetzt kommt Maronenpüree. Yes. Das heißt, wir haben Zwiebelchen in Rot. Genau. Gell? Wir haben vorgegarte Maronen. Genau, die kann man super kaufen. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und Butter, oder? Genau, Butter ist wichtig. Wir nehmen ganz bisschen Öl. Ja. Ich will jetzt erstmal ein bisschen die Schalotten weich kriegen. Das mache ich wirklich nur in Öl. Okay, soll ich hier was machen? Was ist das auch für mich hier? Genau, nebenbei, wenn du möchtest, kannst du Rosenkohl schneiden. Ich stehe ja hier rum, ne? Lässt Mike den Grill eben mal beiseite. Das Gemüse bereitet sich ja auch nicht von selbst. Ja, hau mal ein Stück rein. Was heißt das? So? Boah, das ist für die Anfänger, wir nehmen ein bisschen mehr. Mehr? Wir nehmen mehr, ja. Geil. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, ja. Weil das ist so richtig, das müssen wir zelebrieren. Der Süße ist schuld. Sehr schön. Oder? So soll es sein. So. Viel Butter, viel Geschmack. Und zu enge Kochjacke. Hier sind die Birnen. Oh, darf ich die sehen? Ja. Kannst die sind jetzt noch kalt. Ja, kurz bist du da. Ich brauche noch eine Minute. Das sind dann Rotwein, wie acht so ein Stückchen, nicht so halbe. Genau, das ist wirklich Portwein. Portwein. Ne? Und Süßwein noch mit drin. Natürlich Aromaten, Orange, Zimt, Kardamom. Ja, das ist die volle Kanüle, aber wirklich Alkohol, ne? Also, den soll man auch... Nicht, dass er merkt, dass es schmeckt. Nach der Butter gibt's noch ein Schüsschen Sahne obendrauf. Okay, wir haben ein bisschen Salz dran. Wir haben schwarzen Pfeffer. Das wird gemixt, das kommt runter. Genau. Wie wirst du nur anschwenken, schätze ich? Der wird richtig scharf. Das ist ein Rosenkohl geröstet. Also wirklich mit voller Power in der Pfanne angeröstet, dass der richtig schön Farbe kriegt. Okay. Stich Butter dazu. Mhm. Und dann... Stich ist beim Stich. Und dann machen wir ein bisschen Muskat. Und das war's schon. Wenn das alles so einfach wäre, wie das klingt, ne? Da ist schon auch Handwerk drin, da ist ganz viel Überlegung dabei. Toll, gefällt mir unglaublich gut, freue mich drauf. Zu Recht, Daniel weiß, wie er den Profi satt kriegt und zufriedenstellt. Schön! Hirschrückensteak. Schöner heißer Teller, auch ein toller Teller, ne? Schön haptisch ist der, ne? Hat was, ne? Ja. Also, toll. Ah, das macht's einfach aus, das i-Tüpfelchen, ne? Das gefällt mir schon. Muss nur noch schmecken. So, machen wir mal einmal da, aber selbst hier am Ende, oh, perfekt, ne? Hallo. Hallo. Und das ohne Thermometer oder so, ne? Sei erwähnt. Mhm. Ist top gegart, fachlich super. Soße ist natürlich exorbitant gut. Kohlgemüse, Marone sind schon in der Aussprache passend. Genau. Von unserer Geschmacks- und Harmonielehre. Dann bekommt der Hirsch noch ein bisschen die Nuss, das passt auch immer super. Maronen gibt noch ein bisschen das Süße eben ab, die Esskastanie. Und auch nicht viel Firlefanz dran, das ist gut so. Und dann kommt die Birne, die einfach schön mit diesem Rotwein
Portwein-Touch da drin ist. Ne? Diese Süße kommt durch, wenn du reinbeißt. Säure hast du weggelassen. Viele machen so süß-sauer. Das ist hier nicht der Fall. Die ist eher das Süße zum Wild, so verstehe ich das. Aber das Gesamtprodukt ist ja ein traumhaftes, schönes Essen. Ja, und das ist auch wirklich Trost genug dafür, dass ich nichts vom Grill bekommen habe. Tatsächlich. Hervorragend. Das ist nicht zu verbessern für mich. Ich würde für den Wettbewerb nichts ändern. Atmosphäre ist super. Eine tolle Harmonie. Ich finde das Konzept ganz klasse. Vielen Dank. Also, und jetzt nicht nervös werden. Und Finger weg vom Alkohol während der Arbeit. Ne? Und Mike, dein Fazit? So, Leute, super. Metzgers, Ursprungsbetrieb, da ging es um Fleisch und Metzgerei. Und weil sie hinterm Vorhang hervorkommen wollten, haben sie die Speisewirtschaft dazu genommen. Mit extra Eingang übrigens. Also ich kapiere das Konzept, ich finde es super. Und sie können mehr wie Grill. Ich mache hier nur einen Spaß. Da muss nicht immer nur das Feuer knistern. Der Daniel kann richtig kochen. Das war 1A Bombe im Geschmack, super gegart. Junge, Junge, letzter Tag. Und ich sage euch eins, das bleibt richtig spannend, weil die räumen auch noch Punkte ab.